Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, ganz herzlich begrüße ich Sie zu diesem Gottesdienst, den wir heute wieder gemeinsam feiern dürfen. Seien Sie uns herzlich willkommen, die Sie jetzt dabei sind, über Frankenfernsehen oder über das Internet. Brüche sind eine Realität in unserem Leben. Brüche haben immer etwas von Ende und gleichzeitig bilden sie auch einen neuen Anfang. Brüche fordern uns heraus, uns neu zu positionieren. Brüche brauchen vielleicht auch manchmal Vergebung. Wir wissen das. Wir wissen aber auch, dass Gott uns diese Verheißung gegeben hat, dass er uns vergibt, wenn wir der Vergebung bedürfen. Bitten wir ihn, dass er sich über uns erbarmt. Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe des Vaters verheißen. Herr, erbarme dich. Du nimmst die Brüche in unserem Leben ernst. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du gibst uns die Möglichkeit, umzukehren. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Herr, erbarme sich über uns. Er nehme von uns alle Sünde und Schuld und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen
und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus ging in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von einem Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen, um ihm den Hausrat zu rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, sieh, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Das hört sich ja gewaltig nach Knatsch in der Familie an. Ja, spinnt der jetzt total? So haben vielleicht die Angehörigen Jesu gedacht. Der soll doch was Vernünftiges mit seinem Leben anstellen. Soll heiraten, soll arbeiten, soll eine Familie gründen. Aber was tut er? Er zieht in der Gegend umher. Er predigt, gibt irgendwelche Weisheiten von sich und heilt. Das ist ja alles noch okay. Aber dann diese seltsamen Leute, mit denen er sich da abgibt. Und es werden immer mehr. Und jetzt laufen sie ihm sogar hinterher. Das geht ja überhaupt nicht. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Ein handfester Krach also. So, wie es einen Krach auch heute in Familien gibt. Da prallen manchmal Lebenskonzepte aufeinander und Vorstellungen. Und sie tun es dann so heftig, dass dieser Streit eskaliert. Manche Streitereien in der Familie, die geben sich wieder, aber manche auch nicht. Und manchmal steht am Ende auch sogar der Bruch, weil kein Verständnis mehr da ist füreinander. Was Familie war, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, das ist dann zerstört, unwiederbringlich verloren. Solche Brüche gehören zu unserem Menschsein. Das erfahren schon Adam und Eva. Wir haben in der Lesung von ihnen gehört. Auch sie haben ihre Brüche. Sie zerstören ihr eigenes Paradies, weil sie sich verführen lassen. In dieser uralten Geschichte ist das so und es ist bis heute so. Wer es in ihrer Geschichte die Frucht vom Baum der Erkenntnis ist, so sind es heute andere Gründe für Brüche. Diese Gründe, die reichen von Rechthaberei, Gier, Übermachthunger im Kleinen bis zu Fanatismus, Nationalismus im Großen. Eine Nation überfällt eine andere. Terroristen nehmen Geiseln, verüben Anschläge und zerstören. Wirtschaftssysteme, die auf Wachstum um ihrer selbst willen getrimmt sind, werden immer menschliches Leid und menschliche Opfer produzieren. Jesus spricht von Brüchen, von Trennungen, von Zerreißproben, von verlorener Einheit. Er könnte auch heute noch davon sprechen. Zum Beispiel, wenn Menschen sich in ihre Sprechblasen zurückziehen und sich so voreinander zu schützen glauben, in Abgrenzung. Wenn es nur Meinungsverschiedenheiten wären, dann könnte man die ausdiskutieren. Dann könnten die vielleicht sogar eine Bereicherung sein. Es ist aber ein tödliches Gemisch, das da existiert. Ein Gemisch aus Hass und einer Negativspirale. Was zwischen Menschen gesät wird, das hat immer auch das Potenzial zu zerstören. Es hat das Potenzial, Brüche zu schaffen. Sei es in Familien, sei es in Pfarrgemeinden, sei es vielleicht sogar in unserer Welt im Großen. Und man fragt sich, warum machen wir Menschen es uns denn immer wieder so schwer? Warum immer wieder diese Brüche? Warum immer wieder dieses Leid? Klar ist eines. Nicht jeder Bruch, der in dieser Welt passiert, kann heilen. Nicht jeder Bruch kann überwunden werden. Und es gibt Themen, da wird es vielleicht niemals eine Verständigung geben, weil grundsätzlich etwas schiefläuft. Wenn Hass ein Mittel der Diskussion wird,
wenn Gewalt zur Durchsetzung eigener Interessen ins Spiel kommt, wenn Krieg und Zerstörung menschliches Leben kaputt machen. Kurz, immer dann, wenn Gottes guter Plan für diese Welt pervertiert wird, ein Plan, der Menschen dienen soll, mit Füßen getreten wird. Da ist dann eine rote Linie und da kann und da wird es auch keine Verständigung geben, denn es wäre immer ein fauler Kompromiss. Aber überall da, wo Menschen ernsthaft anfangen, aufeinander zu schauen, wo Menschen ernsthaft dafür interessiert sind, dass diese Brüche heilen können, überall da, wo Menschen anfangen, im anderen eben nicht den Versager, den Idioten, den Gegner, den Feind zu sehen, sondern den Menschen, den Bruder, die Schwester, da kann Gegnerschaft wirklich überwunden werden. Und da können dann Brüche auch wirklich heilen. Ein Kriterium nennt Jesus dafür, wie Brüche heilen können. Nämlich, ob wir bereit sind, nach Gottes Willen zu handeln. Ob wir dazu beitragen, dass Menschen leben und wachsen können und reifen können oder nicht. Ob wir den Blick haben für den Nächsten, ganz besonders den, der unserer Hilfe am meisten bedarf, oder ob wir Egoisten bleiben. Gott, unser Vater, du suchst uns und du gibst uns Hilfe und Zuversicht in den Herausforderungen unseres Lebens. Zu dir, dem Gott des Lebens, rufen wir. Wir beten für die Familien, die sich fremd geworden sind, für die Eltern und Kinder, die sich nicht mehr verstehen und aus den Augen verlieren, für die Paare, die sich nichts mehr zu sagen haben. Herr, sei du bei ihnen und lass sie Wege zueinander finden. Wir beten für die Menschen in den Konfliktwerden dieser Welt,
im Heiligen Land, in der Ukraine und in den verschiedenen vergessenen Kriegsgebieten dieser Welt. Herr, lass die Kriegsparteien Schritte auf dem Weg des Friedens gehen. Wir beten für die Opfer von Naturkatastrophen und Unglücksfällen der letzten Zeit. Herr, hilf den Menschen in ihrer Not und schenke Kraft zum Neuanfang, auch wenn das Ziel in weiter Ferne scheint. Wir beten für die Menschen in unserem Land, die das rechte Maß verloren haben, die radikal geworden sind und politischen Rattenfängern hinterherlaufen. Herr, hilf unserer Gesellschaft, Gegensätze auszuhalten, aber auch rote Linien zu ziehen, wo die Würde des Menschen bedroht ist. Wir beten für unsere Verstorbenen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Und alle unsere Bitten, alles, was uns jetzt bewegt und am Herzen liegt, lasst uns zusammenfassen mit dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So lasst uns gemeinsam beten. Guter Gott, du lässt uns deine Kinder sein, kommst uns so entgegen, wie wir sind. Du fragst uns nicht, was wir sind und was wir haben, sondern du schaust auf das, was wir gerade können und was wir gerade brauchen. Deine Liebe zu uns Menschen hilft uns, unseren Alltag zu bewältigen. Dafür danken wir dir und dafür loben wir dich mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, schön, dass Sie wieder mitgefeiert haben, dass wir gemeinsam Gott unseren Dank sagen und singen konnten, dass wir gemeinsam auf sein Wort hören durften. Stellen wir uns gemeinsam auch jetzt unter seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch und behüte euch, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.